an das CDC. Hier ein Zitat von einem Kollegen von mir, Michael Leitner: Wo man mit einem ungeeichten Test sucht, weil die Eichung der Tests, das musste ich jetzt streichen, um den Zeitrahmen zu schaffen, die Eichung des Tests ist noch eine Frage für sich. Wo man mit einem ungeeichten Test sucht, findet man. Wo man viel sucht, findet man viel. Ja, wenn man die Nadel im Heuhaufen sucht und ausdauernd genug ist und einen schönen kräftigen Magnet nimmt, dann findet man die Nadel im Heuhaufen. Ja, aber die Nadel im Heuhaufen, ist die auch automatisch die Ursache dafür, dass das Gras nicht grün ist, sondern tot? Ja? Das ist die Frage. Also, wer findet da irgendwelche genetischen Sequenzen, aber hat das was mit der Ursache der Krankheit zu tun? Gut, das haben wir so im Hinterkopf, diese Frage. Bedeutung von Labortests möchte ich sehr in Frage stellen. Zum einen habe ich schon gesagt, wir haben ständig das Mehrfache an Bakterien in uns wie eigene Körperzellen. Man findet immer was. Dann gibt es auch sogenannte endogene Viren, das heißt, unsere Körperzellen und auch Bakterien, die können von sich aus in Stresssituationen anfangen, plötzlich Viren auszustoßen. Ja? Da ist halt die Frage, was ist denn dieser Stressfaktor, der das macht? Das muss man sich doch auch fragen. Dann ohne hoch aufgereinigte, isolierte, spezifische Erreger kann eine Eichung eines Tests nicht vorgenommen werden. Das heißt, ich brauche das Virus, das ich als Ursache ansehe, in Reinkultur, ohne jede Verunreinigung, damit ich genau sagen kann, alles, was ich da finde an Proteinen, an Hüllenproteinen oder an genetischen Sequenzen, das ist eindeutig für dieses Virus. Jede Verunreinigung kann dann meine Klassifizierung verfälschen. So, und das ist mir beim Influenza-Virus nicht bekannt, dass das jemals gemacht wurde und auch nicht bei diesem sogenannten neuen Schweinegrippe-Virus. Für die Schulmedizin sind immer noch die sogenannten Kochstein-Postulate maßgebend und die basieren ja auch auf gesundem Menschenverstand. Das heißt, wenn ich beweisen will, dass ein bestimmter Erreger der Böse ist, ja, dann darf ich den eigentlich nur in Kranken finden, aber nicht in Gesunden. Wenn wir auch in Gesunden diesen Erreger finden oder diesen Mikroorganismus finden, und der wird nicht krank, dann gibt es ja noch ganz andere Faktoren, die man betrachten muss. Also mindestens Kofaktoren, wesentliche Kofaktoren. Gut, ist nicht erfüllt. Wir alle haben, wenn wir jetzt mal richtig heftig testen würden, auf Influenza-Viren der verschiedensten Typen und Subtypen und Subsubtypen, jeder von uns hat welche. Und ich sehe keinen hier im Krankenbett liegen. Das zweite Kochstein-Postulat setzt eine Vermehrbarkeit des Erregers voraus, weil wenn der eindringt, dann ist er nur wenige und dann muss er sich auch vermehren können. Aber wie will ich die Vermehrbarkeit nachweisen, wenn ich das Virus nicht in Reinkultur vor mir habe? Das ist also die Frage, auch beim Influenza-Virus. Und das dritte Kochstein-Postulat besagt, dass wenn ich das Virus, was ich als Ursache ansehe, wenn ich das einbringe in einen gesunden Organismus, dann muss der automatisch den auch krank machen. So, was ist das schlimmste H1N1-Virus, was wir jetzt auch durch die Schweinegrippe kennen? Ja? Was ist das Schlimmste, was die Menschheit kennt in ihrer Geschichte, aus ihrer Geschichte? Das ist das Influenza-Virus der spanischen Grippe, heißt es. Bis zu 100 Millionen Tote hätte dieses Virus gekostet. Jetzt hat es aber 1918 in den USA, als die Leute zu Tausenden gestorben sind, hauptsächlich Soldaten aus den Kasernen übrigens, das hat man zwei Ansteckungsversuche gemacht, in Boston und in San Francisco, und hat freiwillige Strafgefangene genommen, wie freiwillig, weiß ich jetzt nicht, aber ja, die mussten sich an die Betten von Sterbenden hinsetzen und die Sterbenden mussten ihnen 5 Minuten lang ins Gesicht husten. 2 Experimente haben die damals gemacht. Kein einziger von denen ist krank geworden. Habe ich publiziert im Impfreport, da gibt es eine Ausgabe darüber, wen es interessiert. Ja, bitte sehr. Was ist denn dann die Ursache der spanischen Grippe gewesen? Ja? Könnte ich was dazu sagen, aber ich möchte jetzt, okay, da komme ich wahrscheinlich noch drauf.
Jetzt die Chronologie noch mal detailliert. Im März 2009 meldet Mexiko vermehrte Todesfälle mit Grippesymptomen, insbesondere Lungenentzündung. Ab Mitte März. Am 14. April erhält das CDC, also die US-Seuchenbehörde, zwei nicht klassifizierbare Proben aus Südkalifornien von zwei Kindern, die aber schon wieder gesund sind. Und auch deren Angehörige, die zum Teil auch erkrankt sind, sind auch schon wieder gesund. Aber das Virus ist nicht klassifizierbar. Das könnte eine Mutation sein. Das könnte das Pandemievirus sein. Gut, also, wie geht's weiter? Interessant vielleicht noch, dass am 16. und 17. April US-Präsident Obama in Mexiko war und Mexiko am gleichen Tag einen Kredit vom Internationalen Währungsfonds erhalten hat, über 47 Milliarden Dollar. Ich habe das jetzt einfach, fände ich einfach interessant, ob das jetzt im Zusammenhang steht, das kann ich so nicht direkt natürlich behaupten, aber ich finde es einfach interessant. So, weil wenn es eine politische Dimension hat und keine wissenschaftliche, dann sollte man das einfach auch betrachten. So, am 17. April findet das CDC endlich eine Gensequenz in den beiden Proben, die sie aus ihrer GISAID-Datenbank kennen. Nämlich eine DNA-Sequenz, also einen genetischen Abschnitt eines sogenannten Schweineinfluenza-Virus. So, Sie vermuten also jetzt, dass das Schweinevirus auf den Menschen übergesprungen ist und dass jetzt dieses Virus auch von Mensch zu Mensch sich übertragen könnte. So, zwei ungewöhnliche Proben aus Kalifornien, damit hat es angefangen. Am Dienstag, 21. April, gab es die erste Publikation vom CDC dazu. Man hat ein Schweineinfluenza-Gen gefunden, also eine genetische Sequenz. Aber die Kinder hatten gar keine nachgewiesenen Schweinekontakte, also Kontakte zu Schweinen. Ne? Sie hatten auch keinen Kontakt untereinander, 200 Kilometer Abstand, ja, der Wohnorte. Es gab keine ungewöhnlichen Verläufe. Auch die erkrankten Angehörigen, wie schon gesagt, sind schon wieder gesund. Keine weiteren Ansteckungen. Und das CDC meldet vor allem, oh, wir werden jetzt eine aggressive Suche nach den Kontaktpersonen machen wir jetzt. Und wir werden herausfinden, ob es sich um das Pandemievirus handelt. Interessant, wenn Sie das auf der Webseite vom CDC nachlesen, die Pressekonferenzen, die sind da alle mitgeschrieben, die können Sie 1:1 nachverfolgen, wie oft die Vertreter vom CDC das Wort aggressiv benutzen. Sie aggressiv forschen die jetzt nach, ja? Um jetzt die Wahrheit über dieses Virus, angebliche Virus, will ich mal sagen, forschen die jetzt nach, um die Wahrheit über dieses Virus herauszufinden. So, hier ist die geografische Verteilung, also ungefähr die beiden Pfeile links oben, das sind die beiden Fälle in Südkalifornien. Dann haben wir hier unten Mexico City als Pfeil, wo dann die mexikanischen Fälle hauptsächlich aufgetreten sind. So, zwei Tage später beschließt Mexiko in der Bevölkerung sehr umstrittenes Gesetz zur starken Erweiterung der Vollmachten der Bundespolizei. Eine starke Erweiterung der Vollmachten der Bundespolizei, um die Drogenbarone auszuschalten, ist der offizielle Grund. Am gleichen Tag wird in Mexiko der gesundheitliche Ausnahmezustand wegen einer angeblichen Grippetodeswelle proklamiert.